Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute mit dem dicken Ding hier von Ford, und zwar dem neuen Ford Tourneo Custom Sport, wie er heißt. Und ich als Zwillingspapa habe immer solche Kisten verachtet, denn sie waren einfach nur riesig fett, haben für meine Begriffe viel zu viel Sprit verbraucht. Und wer braucht schon mit zwei Kindern so ein fettes Schiff? Wurde ich geläutert oder auch nicht? Sollte man sowas kaufen oder vielleicht doch einen normalen Van? All die Fragen kläre ich heute in eurem Video. Viel Spaß! Der Ford Tourneo Custom Sport, wie er hier steht, ist die höchste Ausstattungslinie für den Tourneo. Dazu muss man auch zu Beginn erst einmal sagen, Ford unterscheidet seine großen Fahrzeuge, die Nutzfahrzeuge, hier in zwei Klassen. Einmal die Transit-Baureihe und die Tourneo-Baureihe. Die Transit-Baureihe ist dann tatsächlich die Nutzfahrzeugsparte, die dafür da ist, um tatsächlich Transportaufgaben zu machen. Und die Tourneo-Variante ist die Passagiervariante, wo tatsächlich der Personenbeförderung im Vordergrund steht. Deswegen auch hier der Tourneo Custom Sport. Es gibt den Tourneo auch einzig allein in der Sportvariante, den Transit nicht. Den Transit gibt es nur als Custom an sich. Ist von der Aufbau das gleiche, also der normale kleine Aufbau. Hier haben wir jetzt tatsächlich eben die Passagiervariante, wie erwähnt. Und wo unterscheidet sich jetzt sofort die Sportvariante von den normalen Ausstattungslinien Trend, Titanium, Titanium X und eben hier dem Sport? Ganz einfach, wir haben beim Sport einen komplett eigenständigen Frontschürze, wir haben Kotflügelverbreiterungen und auch hinten eine individuelle Heckschürze. Wir haben einen schwarzen Kühlergrill mit Hochglanzelementen. Wir haben diese Sportstreifen, die hier aufgeklebt sind, in Schwarz und Silber in unserem Fall, bei der Lackierung Hokkaido Orange. Ich persönlich finde die super genial. Muss jeder für sich selbst entscheiden natürlich. Wir haben hier unten den Abstandsradar hinter dem Plastik verdeckt. Und ebenfalls komplett anders eingefasst sind die Nebelscheinwerfer hier, die länglich sind anstatt rund. Mir persönlich gefällt besonders gut dieses neue LED-Tagfahrlicht seit dem Facelift, was man hier so rumgezogen hat. Das hat so ein bisschen Insektencharakter. Hier haben wir Bixenon-Scheinwerfer verbaut. Wir sehen aber schon, dadurch, dass es keine Scheinwerferreinigungsanlage gibt, ist die Leuchtkraft dieser Xenon-Scheinwerfer nicht so intensiv, dass der Gesetzgeber die elektrische Leuchtenweitregulierung, wir haben hier eine manuelle nämlich, und eine Scheinwerferwaschanlage vorschreibt. Das heißt, wir bleiben hier unter diesen genannten Lumenzahlen. Trotzdem, nichtsdestotrotz, bleibt diese Lichtausbeute hier wirklich sehr, sehr gut aufgrund der Höhe der Einbauvariante. Hier. Unter der Haube übrigens haben wir nur noch 2 Liter Dieselantriebe, alle natürlich mit Euro 6 D-Temp-Zertifizierung und SCR-Speicherkatalysator mit AdBlue-Reinigung natürlich. Das haben wir hier auch verbaut. Was wir noch da oben am Dach sehen, sind so kleine Relikte aus der früheren Zeit, wo man tatsächlich da oben diese Stabantenne noch hatte. Die ist hier verschwunden. Man hat da auch einen GPS-Empfänger dann noch drinnen für das Navigationssystem. Was wir haben, aber wir schauen uns jetzt mal den Wagen erst rundherum an und dann gehen wir innen rein. Ja, bei der Seitenansicht sehen wir auch typisch für diese Busklasse ist diese extrem kastenartige Bauweise, sehr kurzer Überhang vorn, ganz kurzer Überhang hinten. Wir haben hier auch nur den kurzen Radstand mit knapp 3 Metern Länge. Insgesamt bleibt das Fahrzeug noch knapp unter der 5 Meter Grenze mit 4,97 Metern Gesamtlänge hier. Es gibt, wie gesagt, 2 Radstände, einen langen und einen kurzen. Den Sport gibt es aber nur mit dem kurzen Radstand.
Das ist natürlich ganz klar, man will beim Sport so ein bisschen auch noch, wie soll ich jetzt einfach mal sagen, mehr Individualität haben und das Ganze auch ein bisschen einfacher halten. Alle anderen Varianten sind dann in langem und kurzem Radstand erhältlich. Vorteil beim Sport, wir haben hier einen komplett anderen Schweller unten, der tatsächlich ein bisschen sportlicher aufbaut. Und was ich persönlich besonders mag und warum ich diese Sportvariante auch gewählt habe, denn wir haben hier kein Trittbrett. Alle anderen Varianten kommen tatsächlich hier mit seitlichen Trittbrettern daher, was das Ganze für meine Begriffe ein bisschen unschön macht, weil diese fest und starr sind und nicht ausfahren automatisch oder ähnlichem. Das ist dann so ein bisschen unschön. Was mir ebenfalls noch unschön auffällt, ist hier so ein bisschen dieses Schloss aus alten Zeiten, dass man das da unten reingebracht hat. Das hätte man irgendwie hier schön verstecken können für meine Begriffe. Die Tankklappe geht übrigens nur wirklich auf, wenn man die Tür aufmacht. Also das ist auch so eine Besonderheit. Dann aber mit Easy Fuel, das heißt also, wir haben keinen Tankdeckel. Zu geht das Ganze natürlich auch wieder nicht. Das sehen wir hier, ist so eine kleine Sperre. AdBlue Tank ebenfalls unten drunter, also super leicht zugänglich. Was alle Tourneo haben, ist seitliche Schiebetüren links und rechts. Sehr praktisch und genau das ist bei Ford auch ein Punkt, denn wir haben hier kaum ein Van-Modell bei Ford im Programm, was Schiebetüren anbietet. Gerade beim S-Max oder beim Galaxy, der eigentlich der hauptamtliche Van-Beauftragte im Ford-Programm ist, haben wir keine Schiebetüren und für viele Eltern da draußen sind Schiebetüren schlicht und ergreifend das Kaufargument. Deswegen könnte durchaus dieser Tourneo interessant sein. Denn mit diesen Schiebetüren haben wir wirklich einen sehr, sehr schönen, großen Einstiegsfläche hier. Und die Schiebetür ist wirklich sehr leichtgängig, schließt auch sehr, sehr leicht. Aber das sehen wir alles dann nachher. Zur Sportvariante übrigens gehören hier formschöne 17 Zoll Räder in Speichenvariante. Man sieht auch schon, was wir hier für einen dicken Gummi haben. Das heißt, Federn. Auf alle Fälle soll das Ganze vom Komfort noch besonders gut. Übrigens, die Seitenfenster hier sind lediglich Ausstellfenster und keine Schiebefenster oder lassen sich auch nicht versenken. Ja, das Heck ist sehr, sehr klassisch, wirklich extrem hoch. Übrigens, wir haben hier 1,98 Meter Bauhöhe. Das ist tatsächlich auch ein Hauptproblem, warum solche Fahrzeuge etwas schwer zu bewegen sind im Alltag, denn viele Parkhäuser haben dann vielleicht sogar nur 2 Meter Bauhöhe und sich dann mit den 2 Zentimetern Luft reinzutrauen. Ich persönlich habe mich bei uns in der Firma nicht in das Parkhaus getraut, weil das ein provisorisches Parkhaus ist, wo schon nachgebessert wurde und wenn am Stahlträger dann nochmal ein bisschen Stahl angebaut wurde, da werden die 2 Meter bestimmt nicht mehr reichen und ich wollte mir das schöne Dach auch nicht kaputt machen. Wie wir sehen beim Custom Sport haben wir hier auch wieder die Streifen, die von hier oben kommen und hier durchgängig sind. Wie gesagt, muss man mögen. Ich persönlich finde es ganz cool und es steht hier eigentlich auch mit dem Orange sehr, sehr cool. Wir haben hier den Schriftzug Tourneo Custom noch aufgeblaut. Hier den Schriftzug für die Motorengeneration Eco Blue. Alles, was Eco Blue bei Ford heißt, bedeutet eben mit AdBlue Abgas gereinigt. Wir haben hier noch eine Rückfahrkamera hier unten angebracht, die auch eine gute Auflösung hat und den Bereich sehr schön abdeckt. Eine nicht lackierte Ladekante, sehr gut für mich, gehört sich auch gerade bei solchen Fahrzeugen und sehr, sehr schön auch zu sehen, wie tief diese Ladekante hier ist, diese Höhe. Also nicht mal zum Knie hoch. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Da muss man schwere Sachen kaum noch wirklich hochwuchten. Das passt hier sehr, sehr gut. Und ansonsten, was soll ich dazu sagen? Das Ganze ist einfach ein schlichtes Kastenheck und sehr übersichtlich. Wir können natürlich optional noch eine Anhängerkupplung ordern und in unserem Fall 2,2 Tonnen an den Haken nehmen. Ordentliche Geschichte. Für den einen oder anderen könnte es ein bisschen wenig sein, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier maximal 170 PS unter der Haube. Ja, beim Tourneo Custom haben wir insgesamt 3 Sitzreihen und zwar standardmäßig. Jetzt habe ich euch hier schon mal so ein bisschen aufgeräumt oder angefangen, das Ganze vorzubereiten. Wie wir sehen, ist, wenn tatsächlich hier die 3. Sitzreihe installiert ist, dann haben wir hier immer noch einen ordentlichen Kofferraum. Wir können relativ hoch bauen. Einzig und allein ein großes
Ja, Ärgernis in meinen Augen ist tatsächlich dieser Kasten hier, den wir hier haben, der doch sehr, sehr breit ist, wie wir sehen. Und das Ganze irgendwie ein bisschen stört. Nichtsdestotrotz aber für den Einkauf und Ähnliches, wenn wir tatsächlich alle Sitze brauchen, das heißt also 6 Personen im Fond befördern, dann ist das immer noch ausreichend für Kleinkramzeugs, für Koffer zum Stapeln oder aber für Kinderwagen, die zusammengefaltet werden. Das geht hier immer noch sehr, sehr gut rein. Auch mein Zwillingsbuggy ging hier ordentlich rein, den Zwillingskinderwagen selber, den großen TFK, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht hineinbekommen. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich auch diese Rückbank entweder ausbauen, was gut möglich ist. Jeden Sitz können wir einzeln ausbauen. Wir haben hier mehrere Sitzvarianten zu installieren, 30 Stück. Da gibt es ein schönes Video von Ford, verlinke ich euch mal oben, wie man diese Sitzkonfigurationen ändern kann, wo man das meiste Ladevolumen rausholt, was man so alles mit anstellen kann. Also wir haben wirklich zig Varianten und wenn wir alle Sitze ausbauen, okay, wer das tut, der soll sich darauf vorbereiten. Jeder Sitz wiegt zwischen 45 und 50 Kilo. Das heißt, da ist ordentlich was zu wuchten. Man sollte auf alle Fälle zu zweit sein. Ich habe es versucht alleine und bin stierverzweifelt in meinen Umbauvarianten, auch wenn die Sitze verhältnismäßig einfach ein- und auszubauen sind. Das zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier die Variante, so wie sie installiert ist, wenn man sitzen möchte. Das ist übrigens der Mittelsitz. Alle Sitze sind markiert und haben alle eine bestimmte Position an ihrem, im Fahrzeug, an die sie montiert werden. Hier dieses kleine Brett können wir rausnehmen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Das ist hier mit Magneten befestigt. Sehr, sehr schön und gut. Und dann wird tatsächlich das Sitzgestell verdeckt. Auch sehr praktisch. Einmal die Lehne umlegen, dann haben wir schon mal hier so ein bisschen Höhe. Dann anschließend haben wir hier unten 2 Schlaufen, an die wir herausziehen. Ups. Und dann wird der Sitz hier tatsächlich mit zwei Hydraulikliften nach oben geschoben und fährt dann in diese Position. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, hier zu ziehen und den Sitz auszubauen. Oder man macht es die Variante, dass man sagt, okay, wir lassen die Sitze drinnen. Gar nicht so verkehrt, weil muss man weniger rumwuchten. Können dann hier die Lehne nochmal umlegen. Ups. Vorführeffekt, wunderbar. Dann fällt die. Legen wir die hier auch nochmal hoch. Ups, sollte man nicht im Sitzen machen, man sollte stehen. Das ist ganz klar. Dann haben wir jetzt hier schon mal eine ordentliche Ladetiefe, wie wir sehen. Und da kriegen wir wirklich so ziemlich alles rein, was denn an schwierigen oder großen, sperrigen Material für eine 5-köpfige Familie benötigt wird. Und da habe ich wirklich alles reinbekommen. Also in der Konfiguration hat alles reingepasst, was reinpassen muss. Wir haben sogar hier hinten noch Rollos an der Seite angebracht für die Kinder oder Ähnlichen, die hier installiert sind. Übrigens, wir haben insgesamt, sei zu erwähnen, wir haben insgesamt 4 Sitze mit Isofix-Verankerungen. Das sind die jeweils außenliegenden Einzelsitze. Schade ist auch, dass der Beifahrersitz keine Isofix-Verankerungen hat, auch nicht optional. Das könnte man für meine Begriffe wirklich verbessern von Ford-Seite. Dann hätte man nochmal einen 5. Kindersitzposition mit Isofix. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich 2 Isofix-Sitze plus einen normalen Kindersitz in der Mitte installieren. Das würde platztechnisch kein Problem geben. Ja, ich habe es mir jetzt mal hier hinten in Reihe 3 gemütlich gemacht und was soll ich sagen? Ich habe hier hinten genügend Platz, die Kopfstützen lassen sich perfekt in der Höhe verstellen. Es gibt hier eine kleine Armauflage. Wenn wir den Mittelsitz nicht brauchen, wird er umgelegt, habe ich noch eine Mittelarmlehne. Platz ist genügend, auch für die Knie hier hinten, alles kein Thema. Und ungefähr eine Handbreit frei. Auch nach oben mehr als genügend Platz, dank der geraden Dachlinie. Aber vorne, Reihe 2, haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Da schauen wir mal, gerade der Ein- und Ausstieg ist natürlich so eine Geschichte. Hier mit den Sitzen. Auf alle Fälle sollte das ein wenig geübt sein, denn es braucht durchaus ein wenig
Kraft, um das Ganze dann hier hoch zu wuchten, trotz dieser Lifte. Also einmal dann hier raussteigen, das ist auch kein Problem. So, dann Klappe wieder rum, Sitz einrasten, den Hebel ziehen und, na komm her, Lehne wieder hoch, hier rein, hopp. So, und auch hier kein Problem. Wir haben hier noch eine Armenlehne, die verstellbar ist. Alles perfekt. Hier oben ein Henkel, LED-Lampen, Lüftungsdüsen im Dach. Hier oben haben wir auch noch eine Verstelleinheit für die Belüftung im Fond. Und auch hier wirklich mehr als genügend Platz. Das muss man ganz klar sagen. Hier richtig Lounge-Atmosphäre fast schon. Die Sitzlehnen stehen relativ steil, lassen sich aber auch nicht in der Neigung verstellen. Also das auf alle Fälle nicht der Fall. Isofix Kindersitz, wie gesagt, auf diesem Sitz möglich, direkt hinter mir möglich, jeweils immer an den Außenpositionen. Ich habe jetzt hier einmal den Maxi Cosi Milofix, was mein Sitz aktuell ist für meine Kinder, installiert als Reboarder. Natürlich gar keine Probleme, auch an Reihe 3 ist es als Reboarder gar kein Thema. Stützfußmöglichkeit ebenfalls gegeben, da keine Bodentanks drinnen sind. Die Polsterung beim Ford Tourneo Custom Sport ist hier Stoff-Leder-Kombination, also auch sehr pflegeleicht. Das Leder ist eher ein Kunstleder, das muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz wunderbar pflegeleicht und sehr, sehr einfach zu handeln. Auch die Tür schließt hier wirklich leicht. Wie wir sehen, alles gar kein Thema. Wir haben auch hier ein Rollo dann anschließend und zu öffnen ebenfalls sehr leicht. Kindersicherung gibt es ebenfalls, dass wir die Tür nur von außen öffnen können. Für den Ein- und Ausstieg sehr, sehr schön. Auch hier der Henkel, wo wir uns festhalten können. Wie gesagt, dadurch, dass es hier keine Trittbretter gibt bei der Variante, müssen wir halt ein bisschen den Schritt nach unten geben. Aber mit 1,78, wie man sieht, klar, das ist dann ungefähr 90 Grad, was hier das Knie abgewinkelt ist. Nichtsdestotrotz passt einwandfrei. Ja, wie sitzt sich vorne im Ford Tourneo Custom? Ganz gut, muss ich sagen. Wir haben hier keine besonderen Sportsitze oder ähnliches, was vielleicht der ein oder andere jetzt vermuten würde bei einer Sportvariante. Würde hier aber auch gar keinen Sinn machen, denn man rutscht hier ziemlich oft über diese Wangen drüber und da würde man sich eher mehr wehtun als alles andere, da der Einstieg doch etwas höher ist mit dem Trittbrett und man da auch so eine gewisse Technik erst einmal entwickelt, bis man da so rein und rauskommt. Ideal, ohne irgendwelche Verrenkungen zu machen oder sich irgendwo anzuschlagen. Nichtsdestotrotz, wir sitzen hier wunderbar eingebaut oder integriert in das Fahrzeug. Der Sitz ist elektrisch verstellbar hier beim Custom Sport mehrfach und bietet auch eine Lordosenstütze. Wir haben eine Armlehne hier auf der rechten Seite in der Höhe verstellbar. Alles ansonsten hier griffgünstig zu erreichen. Das Lenkrad ist auch in Höhe und Tiefe mehr als ausreichend verstellbar und individuell anpassbar somit. Wir sitzen wirklich gut auf sehr bequemen Stühlen vor allem. Was man aber sagen muss ist, ja, so ein bisschen mehr Seitenhalt würde man doch hier im Schenkelbereich auf alle Fälle brauchen. Schenkelauflage ist ausreichend lang. Die Polsterung, naja, ein bisschen weicher. Nicht so straff, wie man es aus dem normalen Pkw gewohnt ist. Hier ist man halt eher so ein bisschen das weiche Nutzfahrzeuggestühl, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ohne aber zu sagen, dass es hier schlecht wäre oder aber wenig Komfort bietet. Im Gegenteil, das ist wirklich gut, was wir hier haben. Ja, willkommen hier im Innenraum vom neuen Ford Tourneo Custom. Das Sport lasse ich jetzt einfach mal weg, weil wir hier tatsächlich uns genau im gleichen Interieur befinden wie bei allen anderen Tourneo-Modellen.
Ich vergleiche sie am ehesten mit den Titanium oder Titanium X Modellvariante, denn diese beiden Varianten sind die am häufigsten gekauften Varianten für Familien. Der Trend ist eher die Einstiegsvariante. Darunter gibt es noch ein Ambition, wobei den Ambition, der nur mit einem ganz schwachen 105 PS Dieselmotor erhältlich ist und eigentlich überhaupt nicht für Familien gedacht ist, sondern lediglich als Shuttle-Service. Aber nichtsdestotrotz, da schauen wir uns das Ganze jetzt hier noch einmal ganz kurz an. Wir haben hier ein klassisches Cockpit, es ist halt typisch Nutzfahrzeug. Wir haben hier sehr, sehr viele Ablagefächer, die wir hier aufklappen können. Hier ist jetzt keins aufgrund des Airbags, der da unten drunter ist, aber diese Fächer sind sehr, sehr groß. Klar sind diese Fächer klappen, wie man hört, billig, aber es ist hier ein bisschen aufgeschäumt. Materialien sind hier schlicht und ergreifend einfach als robust zu bezeichnen. Schließlich wird hier immer noch vom Nutzfahrzeug abgeleitet in den Pkw-Bereich und das merkt man auch, aber nichtsdestotrotz darf man hier auf alle Fälle sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Alles, was Ford hier installiert hat, macht auch irgendwo Sinn und was für den Nutzfahrzeugbereich gut ist, ist auch hier wirklich für den Pkw und für den Familieneinsatz ideal gedacht. So haben wir wirklich viele Cupholder. Wir haben hier einen Getränkehalter, an der rechten Seite noch einen Cupholder. Wir haben hier zwei Cupholder hinter einem großen, zum Verschließen von außen ersichtlich verschlossenen Ablagefach. Wir können das öffnen, haben wir hier ein kleines Ablagefach. Wir haben hier, die, wie gesagt, die zwei Getränkehalter, einen USB-Anschluss, der für das Sync-System ist und dann Apple CarPlay oder Android Auto die Möglichkeit bietet. Hier ist noch ein kleines Ablagefach. Wir haben auch unter den Sitzen kleine Ablagefächer oder Ablagemöglichkeiten, was reinzutun. Auch sehr gut. Hier links ist nochmal ein großes Fach und rechts, wo eine 1,5 Liter PET-Flasche reinpasst. Die Türen haben noch mehrere Ablagefächer. Wir haben hier oben ein großes Ablagefach. Also wirklich Ablagen mehr als genügend hier im Tourneo. Handbremse haben wir hier noch eine klassische. Hätte man durchaus mit einer elektronischen Parkbremse ersetzen können für meine Begriffe. Dann hätte man sich hier noch mal ein bisschen was gespart, was gar nicht so verkehrt ist. Ford verbaut hier zudem auch einiges an USB-Schnittstellen und das ist wirklich sehr, sehr clever. Wir haben hier zwar nur den einen USB-Anschluss, der für Apple CarPlay zuständig ist und Android Auto. Nichtsdestotrotz haben wir insgesamt hier im Innenraum sogar nochmal 6 USB-Anschlüsse, sodass wir 7 USB-Anschlüsse im gesamten Fahrzeug haben. Und das ist Respekt, alle Achtung. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen bei Ford. Ansonsten alles klar gegliedert und völlig übersichtlich. Das Lenkrad mit dem Dreispeichen-Design, wie wir es auch aus den Pkw-Modellen kennen. Und zwar mit dem Tempomaten hier und der Lautstärkenregulierung fürs Audiosystem. Die Bedienung des Bordcomputers und des Telefons mit der Sprachsteuerung, die wir hier haben. Wir haben an Ausstattungen auch vieles aus dem Pkw gewohnte. Wir haben Sitzheizung, wir haben eine beheizte Windschutzscheibe. Sehr gut, vor allem wirklich bei solchen hohen Fahrzeugen. Es ist extrem schwer, mit dem Eiskratzer hinzukommen. Also da ist so eine beheizte Windschutzscheibe wirklich Gold wert. Ansonsten sollte man hier in rund 1000 Euro investieren in eine Standheizung ab Werk. Der Monitor ist freistehend, wirklich hier schön integriert. Nur dadurch, dass er hier so gerade steht, ist es ab und an tatsächlich ein bisschen unschön von der Fahrerposition aus, ihn abzulesen. Da hätte ich mir gewünscht, dass man ihn vielleicht so ein bisschen zum Fahrer hin neigt. Das wäre auf alle Fälle auch für die Bedienung und die Ablesbarkeit deutlich besser geworden. Ansonsten das System kennen wir aus sämtlichen Ford-Modellen aktuell. Es ist die Sync 3-Technologie mit natürlicher Spracheingabe. Die funktioniert in den meisten Fällen auch wirklich gut, wenn man sich aber natürlich an die jeweiligen Sprachbefehle gewöhnt hat. Die Gangschaltung hier liegt perfekt zur Hand, ist optimal zu erreichen. Hier nochmal zusätzlich, falls es jemand benötigt, ein 12-Volt-Anschluss. 230-Volt-Steckdose könnte auch ab Werk geordert werden. Kostet nur einen kleinen Obolus, würde ich auf jeden Fall noch raten, diese zu ordern. Nichtsdestotrotz bleibt mir jetzt hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen, denn es ist wirklich selbsterklärend hier. Es ist alles gut verarbeitet, übersichtlich. Starten wir.
Ja, Hashtag Papa fährt fort. So ist es bei mir und so findet ihr auf Instagram auch sehr, sehr schöne Bilder über dem Ford Tourneo Custom, womit ich unterwegs war. Und wenn Papa Ford fährt, dann ist Papa aber auch meist happy, muss man auch ganz klar sagen. Die Marke Ford hat mir bis dato schon immer ganz gut gefallen, denn sie schafft es tatsächlich, sehr, sehr schöne Produkte auf den Markt zu bringen, die auch einfach schlicht und ergreifend für die weite Masse gedacht sind und denen auch dann Sachen zugänglich gemacht werden, wovon viele eigentlich wirklich nur träumen in großen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Assistenzsysteme. Und jetzt zum Beispiel mit dem Ford Tourneo Custom wird den Leuten ganz erschwinglich einfach ein Großraumvan angeboten mit dem Luxus, den man aus Pkw-Modellen kennt, einem Fahrverhalten, was dem eines Pkws ähnelt und auch keinen überfordert. Und auch schlicht und ergreifend ein wirklich wirtschaftliches Fahrzeug. Also da muss man sagen, hat der Ford Tourneo Custom Sport schon richtig dick gepunktet hier. Das muss ich sagen während meiner Testzeit. Unter der Haube haben wir hier einen 2 Liter EcoBlue Dieselmotor. Abgas sauber mit SCR-Speicherkatalysator und AdBlue Abgasnachbehandlung. Das heißt also hier auch auf dem neuesten Stand der Technik. Die 170 PS, die wir hier haben, sind die Top-Motorisierung mit 405 Newtonmetern Drehmoment. Das Drehmoment ist auch gut spürbar, tritt aber erst knapp unter 2000 Umdrehungen deutlich in Erscheinung. Unterhalb haben wir so eine kleine Anfahrschwäche, die aber ganz gut durch den 2 Liter großen Hubraum ein bisschen kompensiert wird. Man kann hier auch mit dem Handschalter, also mit der Kupplung, ein bisschen spielen. Somit kann man das gut kaschieren. Wer überhaupt keine Lust darauf hat, der kann auch ein Ford PowerShift Automatikgetriebe mit 6 Stufen ordern. Ich persönlich bin aber mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe sehr zufrieden, denn die Schaltwege sind knackig kurz, sehr gut schaltbar. Auch der Schalthebel liegt hier optimal zur Hand. Also da fehlt sich gar nichts. Ich würde definitiv den Handschalter nehmen und mir den Aufpreis sparen und dann lieber noch ein bisschen hier in die Ausstattung investieren. Wer aber Ausstattung benötigt, muss man mal ganz klar sagen, der wird hier schon mit dem Titanium oder Titanium X-Paket Ausstattungslinie schon sehr, sehr gut bedient. 180 Stundenkilometer maximal ist unser Tourneo Custom Sport schnell. Reicht auch vollkommen aus. Ganz ehrlich, wer als Familienvater meint, er muss mit über 200 die ganze Zeit durch die Gegend brettern, naja, mei, der sollte vielleicht ein bisschen mal drüber nachdenken, was es bedeutet, so schnell unterwegs zu sein und ob es dann meist die 5 Minuten oder 10 Minuten am Ende rausreißen. Eher nicht, wenn man nicht ankommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Denkt mal drüber nach. Verbrauchstechnisch hat mich auch eben der kleine Motor hier, ich sag klein, weil für so ein großes Auto ist das klein, mit 2 Liter Hubraum, richtig positiv überrascht. Denn witzigerweise, angegeben ist er mit 6,5 Litern im Schnitt und ich bin ihn mit 6,9 Litern gefahren, errechnet. Ha. Da muss man auch mal noch was sagen, dass solche Fahrzeuge richtige Schluckspechte sind. Nein, sind sie nicht mehr. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, warum man sagt, hey, diese Fahrzeugklasse hat doch durchaus seine Daseinsberechtigung. Handlich ist er zudem zu fahren. Wir haben einen Wendekreis, der nur einen Meter über einem Ford Fiesta liegt. Mit 12 Metern. Halle Achtung. Das heißt also, wir bewegen uns auch im Stadtverkehr wirklich gut. Wir haben natürlich ein sehr breites Fahrzeug, was man erstmal vielleicht ein bisschen einschätzen lernen muss, wenn man es nicht gewohnt ist, mit solchen großen Fahrzeugen zu fahren. Dabei helfen aber auch viele Assistenzsysteme, die einem hier unter die Arme greifen, wie sinnvollerweise eine Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorn und hinten. Gut, Parkassistenten gibt es nicht, das heißt, einparken sollte man selber können. Aber durch die großen Außenspiegel, die mit einem toten Winkelassistenten aufgewertet werden können, ist das auch gar kein Problem.
Spurverlassassistenten gibt es auch noch, oder Warner ist es ja in dem Fall. Einen Spurhalteassistenten aktiven gibt es leider nicht. Den könnte man sich vielleicht noch wünschen, würde vielleicht gerade im Baustellenbereich vielleicht viel helfen. Aber Notbremsassistenten gibt es auch mit City-Notbremsfunktion. Also auch hier sind wir auch auf dem neuesten Stand angekommen. Das Infotainment-System Sync 3, komplett bekannt aus allen Modellen. Schnelle Bedienung, wirklich gute Rechenleistung, toll Auflösung im Display, gut erreichbarer Monitor. Einzig und allein, er müsste ein bisschen mehr zum Fahrer gedreht sein. Dann würde er vielleicht noch ein bisschen besser zu bedienen sein für den Fahrer. Schade auch, dass es keine Klimaautomatik gibt, sondern lediglich eine Klimaanlage. Aber, muss man auch sagen, die funktioniert sehr, sehr gut. Kühlt auch wirklich diesen großen Van sehr, sehr gut hinunter, wenn man es braucht. Haben wir jetzt auch schon getestet bei über 30 Grad Außentemperatur hier in diesem Rekord Sommer 2018. Aber zurück auf der Landstraße hier merkt man sofort, dass sich der Tourneo hier richtig wohlfühlt. Auch auf der Autobahn liegt er wirklich straff und satt auf der Straße. Die Federung bietet einen guten Komfort. Es werden Schläge wirklich gut weggehalten von der Fahrgastzelle. Auch die Lenkung ist stoßfrei. Wir haben hier eine gute Rückmeldung von der Lenkung. Sie ist angenehm direkt und auch macht das Fahrzeug wirklich handlich auch auf Kurvenstrecken. Und so macht es dann durchaus mal Spaß, mit einem Tourneo Custom Sport etwas zügiger sich durch die kurvige Landschaft zu begeben. Klar, wenn die Fahrbahn durchaus breit ist, sollte man auch sagen. Ja, der Ford Tourneo Custom Sport, eine wirklich interessante Alternative im Großvan-Segment und vielleicht sogar für den einen oder anderen Käufer, der damit liebäugelt, sich ein Fahrzeug der Ford S-Max oder Ford Galaxy-Klasse zu kaufen. Ja, aber warum? Ganz einfach, denn der Wagen ist sehr, sehr gut gepreist. Das muss man ganz klar sagen von Ford. Der Wagen, so wie er hier steht, kostet er rund 56.000 Euro. Das klingt zwar auf der einen Seite vielleicht so relativ viel, wenn man aber einen Galaxy nimmt mit dem 180 PS Diesel und ihn dann doch auch sehr, sehr gut ausstattet, dann endet man sehr schnell auch knapp unter der 50.000 Euro Marke und hat dann aber eben nicht die Schiebetüren, die sehr, sehr praktisch sind, oder aber doch nochmal mehr Variabilität im Alltag. Vom Verbrauch hatte mich ja wirklich überrascht, dass ich ihn mit unter 7 Litern problemlos fahren konnte. Und selbst wenn man ihn im Kurzstreckenbetrieb fährt und ein bisschen Autobahn, dann liegt man immer deutlich unter 8 Litern. Und das muss man ganz klar sagen, ist ein hervorragender Wert in der heutigen Zeit. Vor allem für ein so schweres und auch großes Fahrzeug. Ebenfalls die 56.000 Euro relativieren sich relativ gut, wenn man es vergleicht mit den Konkurrenten. So haben die Mitbewerber der VW Multivan und die Mercedes V-Klasse zum Beispiel deutlich höhere Einstiegspreise. Da sind wir dann da ungefähr 10.000 Euro bei vergleichbarer Ausstattung drüber. Natürlich bietet der Ford Tourneo nicht alle neuesten Assistenzsysteme oder aber doch mal die besten Infotainment-Systeme oder wirklich alles top of the top. Wenn man das braucht, dann natürlich ist man mit den Pkw-Modellen, nicht hier mit den Nutzfahrzeugmodellen, auf alle Fälle in der eher richtigeren Variante. Er kann aber nichts schlechter als der Mercedes V-Klasse oder als der T6 Multivan. Er ist nicht so ganz luxuriös unterwegs, er ist ein bisschen robuster, ein bisschen spartanischer unterwegs als tatsächlich seine Mitbewerber. Nichtsdestotrotz hat er mich wirklich begeistert und auch bekehrt, denn ich hätte nie gedacht, dass so ein großes Fahrzeug mir durchaus so viel Spaß bereiten könnte, wie es der Ford getan hat. Man möge es mir verzeihen, aber ich habe auch ein bisschen die Preise im Internet angeschaut und wer sich sogar so ein Fahrzeug sogar noch als EU-Import holt, der zahlt lediglich 33.000 Euro
Und dann würde ich sogar fast sagen, ist das hier ein echtes Schnäppchen und für Familien oder Großfamilien ein absoluter Geheimtipp, denn tolle Verarbeitung, tolles Fahren, geringe Unterhaltskosten und ein sehr geringer Einstiegspreis. Was will man eigentlich mehr? Ja, mehr würde ich ganz gerne haben von euch da draußen an Meinungen. Also bitte gerne unten in die Kommentare, was ihr zu solchen Fahrzeugen haltet. Fahrt ihr vielleicht sogar einen Ford Tourneo Custom? Und dann schreibt mir doch mal unten rein, wie eure Erfahrungen im Langzeitbetrieb sind. Würde mich auch durchaus interessieren. Oder warum ihr den Wagen vielleicht sogar gekauft habt oder warum ihr ihn vielleicht sogar in eure Kaufentscheidung mit einbezogen habt. Oder warum habt ihr euch gegen den Wagen entschieden? Schreibt es mir einfach gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ein Abo des Kanals. Und wer uns schnellstmöglich wiedersehen will, der sollte auch noch die Abo-Glocke zusätzlich drücken. Das war der Ubi. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss und Servus.